Out. Gefragt ist Bescheidenheit. Die Trendforscher haben sie nämlich ausgemacht, die neue Bescheidenheit. Darüber werden wir auch reden, am Dienstag in Check-In. Und ich sage Ihnen noch ganz bescheiden den Sendetermin, 19 Uhr. Herzliches Grüß Gott, liebe Zuschauer. Ich würde mich freuen, das heißt, ich hoffe, die Restnation liegt bereits im bayerischen Kochfieber. Nun, der Alfons Schubeck, der kann es gar nicht mehr erwarten, für Sie seine Schmankerlküche aufzumachen. Grüß Gott, Caroline. Grüß Gott, liebe Zuschauer. Ich dachte, wir legen einmal richtig los. Nein, halt. Nicht ganz so schnell. Erst möchten wir schon wissen, was wird heute gekocht? Eine marinierte Renke mit einem Fencheldatschi, eine richtig resche bayerische Bauernanten. Und wenn Sie dann noch kennen, dann koche ich einmal eine urbayerische Nachspeise. Nämlich? Die Dampfnudel. Nein, wissen Sie, darauf habe ich nämlich bestanden. Die Dampfnudeln, ja, die gehören eigentlich zu unseren Nationalgerichten, gell? Kann man sagen. Jetzt haben wir schon ein paar schöne Stunden mit dem Alfons Schubeck verbracht, aber wir haben noch nicht erfahren, wie sind Sie denn eigentlich zum Kochen gekommen? Also angefangen habe ich in Salzburg, ich bin nach Genf gegangen, Paris, London. Und meinen letzten Schliff habe ich beim Witzigmann gekriegt. Und da haben Sie auch gelernt, wie man einen pfundigen Schweinsbraten macht. Gut, aber einen guten Schweinsbraten, den gibt es an vielen Orten. In Bayern, deswegen muss man nicht von München die 100 Kilometer nach Waging fahren. Aber es hat sich rumgesprochen, dass es heute in dem Kurhausstüberl ganz besonders gutes Essen gibt. Und sogar der Arnold Schwarzenegger oder der Tommy Gottschalk waren schon da, ein Teil des Kennedy-Clans. Und woran liegt's? Weil Sie eigentlich vor allem mit Produkten aus der Gegend arbeiten. Ja. Na? Also das heißt, die Schweindeln sind vom nächsten Landwirt. Also ist das so, mir langt schon, wenn ich dieses nackerte Fleisch, also diese zu parierten Zirkelstorne, weil anders kann ich nicht sagen, Sieg, auf Fleisch braucht er ein äußerliches Fett. Das heißt, wo kein äußerliches Fett, auch kein innerliches Fett. Das heißt, beim Braten, innen muss diese Marmorierung, diese Fettadern, die braten sie raus. Ich habe eine schöne Sauce, ich kriege einen gescheiten Geschmack rein und das Ganze schmeckt und ist saftig. So, aber die Fisch, da haben wir ein paar Prachtexemplare, die lassen uns aber einfliegen. Okay, die lassen uns nicht einfliegen. Der Fischer ruft in der Früh an, sagt, Schubi, jetzt habe ich 30 Kilo Zander, 10 Kilo Renken, 5 Kilo Saibling, was ist? Sag ich her damit, schreib die Speisekarten und so läuft das bei uns. Ja, gut, aber die gibt's auch nicht das ganze Jahr. Ist ja richtig, also. Der hält wenigstens die Schonzeiten ein. So, und das ist ja jetzt alles frischestes Gemüse und Obst, auch aus der Gegend, ne? Die habe ich mir alle gezogen. Am Anfang war das wahnsinnig schwer. Wie haben Sie die gezogen? Ja, die Gemüsehändler, die Bauern. Hingerät wie an eine kranke Hähne. Hab ich gesagt, baut's, oh, ich kaufe euch das ab. Und jetzt klappt's. Da schauen Sie ja, was wir für Gemüse haben. Sensationell. Tja, aber die Äpfel haben ein Fleckerl, gell? Ja, Gott sei Dank haben sie Flecken. Denn wenn sie halt einen Apfel haben, den sie ein halbes Jahr umeinander liegen haben, der noch keinen Flecken hat, dann muss ich mich fragen, was ist denn das überhaupt? Ist das ein maskierter Schneeball oder sollte das ein Apfel sein? Also jetzt sind sie aber in Fahrt gekommen, mein Lieber. Naja, was bedeutet das für uns Hausfrauen? Dass wir uns Zeit nehmen sollen zum Einkaufen, dann soll man mit Sorgfalt auswählen und vor allem man soll auf Qualität achten. Denn wenn man nach ihr verlangt, bekommt man sie auch und letztendlich ist es ja dann auch preiswerter. Typisches Beispiel ist der Schweinsbraten. Wenn ich mir ein gescheites Stück Schweinsbraten kaufe, wo ein bisschen Fett drauf ist, schiebe das rein, kriege ich annähernd das wieder rein, also raus, was ich reingeschoben habe. Wenn ich mir aber so einen Klump zusammen kaufe, dann kann ich nur erwarten, dass ich so zusammengeschrumpfte Essiggurken rauskriege, die nicht schmeckt und die Sache ist, dass du es nicht essen kannst. Und man sollte ja eigentlich auch die Jahreszeiten respektieren, denn wer sagt schon, dass man an Weihnachten frische Erdbeeren und einen Spargel essen muss? Das ist sowieso ein Schmarrn. So, aber jetzt auf in die Küche, was nehmen wir mit? Blaugraut bringen wir. Blaugraut. Und wie viel? Einen? Oh, ich nehme einen Kopf mit. Die sind vielleicht schwer. Also, dann danke. Bis gleich. Machen wir's. Bevor wir jetzt mit unserer Vorspeise anfangen, noch ein kleiner Tipp. Wenn Sie Ihren Fisch ganz frisch vom Fischer kriegen, dann legen Sie ihn eine Nacht auf Eis,
Am nächsten Tag filetieren sie ihn sauber. Dann können sie wunderschön die Gräten mit der Pinzette rausziehen. Denn dann ist das Muskelfleisch entspannt und sie reißen den Fisch nicht so auseinander. So, und jetzt packen wir gleich mit unserer Ränke. Und dazu brauchen wir natürlich die Ränkenfilets, einen Senf, Creme fraiche, Gemüsebrühe, Zitrone, Salz, Pfeffer, ein paar Salatplatteln und ein Salatdressing. Jetzt fangen wir gleich mal mit der Marinade an. Gemüsebrühe. Die Creme fraiche. Den Senf. Drucken wir uns einmal die Zitrone aus. Das Ganze mischen wir ein bisschen durch. Dann tue ich es noch ein bisschen würzen mit Salz. Ein bisschen Pfeffer. Jetzt kocht es gerade auf. Ich stelle es jetzt auf Eis, weil es aber pressiert bei uns, dass es ein bisschen schneller geht. Aber Sie können es genauso gut ganz normal auskühlen lassen. Unsere Marinade ist jetzt ausgekühlt. Jetzt legen wir uns unsere Ränkenfilet ein. Die kommen jetzt für 12 Stunden, also über Nacht, in den Kühlschrank. Ich habe natürlich schon ein paar vorbereitet. Nehmen wir uns raus aus der Marinade. Die sind dann schon richtig mürb, da sehen Sie es. Die könnte man jetzt auch kalt essen, wenn Sie wollen. Aber besser schmecken sie natürlich, wenn man es jetzt noch mal ein bisschen warm macht. Ja? Wir gießen uns die Marinade jetzt rein. Lassen sie wieder aufkochen. Und gießen dann die heiße Marinade nur über unsere Filets drüber, dass die noch mal ganz leicht warm werden. Also nicht heiß, sondern nur warm. Jetzt muss ich mal ein bisschen aufräumen. Denn bis nämlich das aufkocht, kann ich leicht die Reibertatsche machen. Rüber. Kartoffeln haben wir creme. Eigelb mit Eiweiß verquirlt. Fenchel, Brise, je nach Geschmack, da wollen wir ein bisschen mehr, da andere mal ein bisschen weniger. Fenchel ist übrigens sehr gut für Magen, ist magenstärkend. Also haben Sie einen gesunden Reibertatschi. Das Ganze wird jetzt ein bisschen durcheinander gerührt. Dann können wir es schon probieren. Bei die Reibertatsche müssen Sie halt aufpassen, dass die Grimmer Kartoffeln nicht zu lang stehen lassen, weil sonst werden sie dann braun. Jetzt schauen wir einmal. Das kocht schon. Und das gießen wir jetzt nur noch da drüber. Fertig. Bei der Reibertatsche ist aber wichtig, am Anfang nicht viel schütteln und rühren, denn sonst pappt es unten an und dann ist einer die ganze Krusten kaputt. Nein, 15-20 Sekunden liegen lassen und dann können Sie schütteln. Jetzt drehen wir es einmal um. Nehmen wir unseren Teller her. Da ist wieder wichtig, dass er vorgewärmt ist, weil sonst ist ja der ganze Zirkus umsonst. In der Zwischenzeit können wir uns schon den Salat ein bisschen herrichten. Also mal so.
Dann marinieren wir den gleich mal ein bisschen. Unsere Reibertatsche sind fertig. Das ist jetzt auch wieder wichtig. Und nicht gleich aufs Teller drauf und dann haben wir das ganze triefende Fett auf dem Teller, sondern erst auf ein Tuch, ein bisschen abtupfen und dann aufs Teller auf der. Und je nach Hunger halt dann 1, 2, 3, 4, wie es halt beieinander sind, Reibertatsche. Das heben wir jetzt gerade da raus. Links da drauf. Und da ist auch so. Sie können eins essen, Sie können auch zwei essen, je nachdem, wie sie halt drauf sind. Also schmeckt das gut. Alfons, das mit dem Fenchel im Dachi ist eine sehr gute Idee, das werde ich mir merken. Sie sind ja ein richtiger Kräuterprofessor. Nein, so schlimm ist das nicht. Aber ich habe vorher schon gesagt, nur ein gesunder Gast, der kommt wieder. Und das ist nicht nur gesund, sondern es sieht auch wunderschön aus. Mit Fischbesteck bitte, ne? Das ist ja immer schade, wenn man so einen Fisch mit dem Messer zerteilt, so lieblos. Was trinkt man denn übrigens dazu? Einen leichten, spritzigen Weißwein aus der Wachau, ein grüner Veltliner. Fein. Und wenn wir dann diese Vorspeise genossen haben, dann gibt's den bayerischen Ententraum. Aber nicht den vom Karl Valentin, weil der hat geträumt, er frisst einen Wurm. Na, Mahlzeit. Also bevor wir jetzt mit unserer Enten anfangen, ein kleiner Tipp von mir. Ich kaufe es aber bei den Bauern draußen, denn da habe ich es frisch, fleischig und freilaufend. Auf alle Fälle brate ich es immer durch, denn dann ist das Fleisch so richtig butterweich. Und Sie werden sehen, wie einfach die Zubereitung ist. Und zu unserer Enten, da nehme ich jetzt her: Zwiebel, halber den Apfel, Majoran, Petersilie, Salz und Pfeffer und eine Brühe. Also die Enten habe ich jetzt eine Stunde im Eiswasser gehabt. Jetzt werden Sie sich fragen, was will denn der mit seinem Eiswasser? Aber dadurch wird die Enten so richtig knusprig und kross. Ja, die Geflügelknochen habe ich klar gehabt, ein Hals auch, den brauchen wir dann noch für die Sauce. Jetzt machen wir gleich mal die Fülle fertig. Zwiebeln und Äpfel. Majoran. Petersilie, Salz und Pfeffer. Dann brauchen wir es nämlich innen immer würzen. Das Ganze wird gemischt und geht dann da rein. Jetzt werden wir es noch außen würzen. Und jetzt gießen wir außen unsere Brühe ran. Also nicht oben drüber, weil sonst waschen wir das ganze Salz und Pfeffer wieder ab. Geht jetzt für 2 Stunden in den vorgeheizten Ofen bei 180 bis 200 Grad. Die Enten ist jetzt gerade im Ofen drin und wir backen gleich um mit Blaukraut. Und dazu brauchen wir natürlich ein Blaukraut, einen Apfel, ein Salz, einen Rotweinessig, Butter, Zwiebel, Zucker. Rotwein. Eine Brühe, Preiselbeeren, eine Zimtstange, Nelken, ein Lorbeerblatt und Pfefferkörnchen. Das Blaukraut habe ich schon mariniert, und zwar mit ein bisschen Zucker, Salz, Rotweinessig und Rotwein. Jetzt schwitzen wir uns die Zwiebeln noch. Na, komm raus.
Die Zwiebel lassen wir nur glasig werden und nicht braun. Jetzt kommt das marinierte Blaukraut drauf. Jetzt die Zimtstange, die Nelke, das Lorbeerblattl und die Preiselbeeren. Und zum Schluss reimen wir uns unseren Apfel hinein. Vorm Essen darf man natürlich nicht vergessen, dass man die Nelke, das Lorbeerblattl und die Zimtstange rausnehmen. Das Ganze wird jetzt gut vermischt. Dann nehmen wir die Brühe drauf. Deckel drauf und dann das Ganze ungefähr 30 Minuten vor sich ganz leicht hinköcheln lassen. Und dann ist fertig. Und vergessen Sie nicht, dass nach einer Dreiviertelstunde die Ente mit dem Bratensaft der Bombe begießen müssen. Die Ernten ist jetzt fertig. Jetzt müssen wir schauen, dass wir eine gescheite Soße zusammenbringen. Jetzt nehmen wir unsere Geflügelknochen anschwitzen. Und unsere Entensoße drauf. Und unsere Ente, die haben wir uns jetzt gerade noch warm stellen. Jetzt packen wir es mit den Fingernudeln und dazu brauchen wir Kartoffeln, ein Ei, ein Mehl, ein Salz, ein Pfeffer, ein Muskat, ein bisschen Mehl zum Formen und ein bisschen Butter zum Braten. Wenn Sie die Fingernudeln machen, dann werden Sie Kartoffel durchdrücken und lassen Sie es ausdampfen, damit die Feuchtigkeit rausgeht. Dann werden Sie ein Ei dazu und das Salz und Pfeffer und Muskat. Lassen Sie es ein bisschen verkneten und dann können wir anfangen. Ich tue mir da ein bisschen ein doppelgriffiges Mehl her, das ist ein bisschen feiner und klumpt nicht so. Heute der Butter müssen wir in die Pfanne. Butter, Sie können auch Butter schmalz nehmen, wenn Sie haben. Oder Butter und ein bisschen Öl mischen. Nicht, dass Ihnen die Butter verbrennt. Jetzt kommt der Teller her. Und jetzt passieren wir uns die Soße ab. Jetzt haben wir alles fertig, jetzt richten wir es an. Machen weg. Schauen wir mal, wie es unserer Anten geht. Sensationell, haben wir schon gesehen. Schön groß. Wie es ist halt gehört. Für die gescheite Anten.
nichts drauf. Wenn Sie die Anden gegessen haben, essen Sie nur noch Anden. Das ist ein Traum. Fingernudel übrigens auch. Ganz gewaltig. Ein wunderschöner Vogel und schon rangiert serviert. Also damit haben Sie natürlich dem Hausherrn die Arbeit abgenommen. Übrigens, das Messer ist ja das älteste Werkzeug, dessen sich der Mensch bedient, um seine Beute zu zerlegen. Ja, das ist richtig. Denn schon die Steinzeitmenschen konnten Klingen aus Feuerstein. Und bei Hofe war der Mann, der das Fleisch zerlegte, der Truchsess, der wichtigste Mann. Aber auch die Bauersfrauen hatten neben dem Schlüssel ein Messer am Gürtel, sozusagen als Zeichen der Macht und Würde. Aber wissen Sie, warum man oft einen runden Tisch nimmt, so wie wir heute? Na, weiß Nein. ich nicht. Ja, nicht nur bei Hofe war die Sitzordnung sehr wichtig, sondern auch bei Bauernhochzeiten oder bei heutigen Geschäftsessen kommt es sehr darauf an, wer wo sitzt. Ja, genau. Davon können Sie ja ein Lied singen. Ne? Jedes Mal die Gaudi. Der mag den nicht. Wenn er den anschauen muss, dann langsam schon. Mit dem kann er nicht reden, weil der Ritzer komisch. Also jedes Mal haben wir einen Ärger mit dem Tisch gehabt. Früher wurden ja deshalb Kämpfe ausgetragen, weil sich die hohen Herren nicht richtig platziert fühlten. Und dann kam natürlich der runde Tisch gerade recht. Genau, eigentlich ganz logisch, denn da gibt's kein oben und kein unten. Alfons, ich trinke für mein Leben gern einen Rotwein. Von wo kommt der? Wir bleiben jetzt in der Wachau. Das ist ein leichter, fruchtiger Rotwein. Ein schönes Bouquet hat er. Und was ist mit der Nachspeise? Ja, jetzt kommen wir zu unserem bayerischen Mehlspeisenklassiker, da haben die meisten Angst davor, der Dampfnudel. Und da freue ich mich drauf. Bevor wir jetzt unsere Dampfnudel nachlegen, brauche ich noch mal einen kleinen Schnapserl. Zwei im Fingerhutgröße, ist ja wie Medizin. Zum Wohl. Komm mal lassen. Und als Zutaten haben wir eine Hefe, einen Zucker, ein Milch, ein Mehl, Eier, Butter, ein bisschen Salz. Milch, Butter und Zucker. Das Mehl kommt in die Schüssel rein. Die Mulde mache ich mir gleich mit unserer Glasschüssel. Dann haben wir schon vorbereitet das Dampferl. Und zwar Milch, Zucker und Hefe lauwarm gemacht, nicht zu heiß, denn sonst stirbt uns die Hefe ab und die ganze Arbeit war umsonst. Und das lasse ich jetzt ungefähr 10 Minuten gehen. Aber ich werde den Kühlschrank reinstellen, weil sonst können sie tagelang warten, bis das aufgeht. In einem warmen Platzerl in der Küche, wo es nicht zirkt. Das Dampferl ist jetzt 10 Minuten gegangen und jetzt legen wir los. Das kommt jetzt alles in den Rührkessel rein. Die Eier, verquirlt. Die flüssige Butter. Kratzen wir noch ein bisschen raus. Und jetzt sparen wir es in unsere Rührmaschine ein. Und dahin geht's. Jetzt kratzen wir den Teig sauber runter. Von unserem sogenannten Knethaken. Den noch mal ein bisschen lockern auf der Seite. Jetzt füllen wir in eine andere Schüssel rein. Ich glaube, der möchte da drin bleiben. Jetzt wird er wieder abdeckt. Dann suchen wir uns ein ruhiges Platzerl in der Küche, das heißt, was nicht zirkt. Dann lassen wir noch mal 30 Minuten gehen. Jetzt schauen wir mal, was los ist. Sehr schön gegangen, der Teig. In der Zwischenzeit werden wir uns die Butter schmelzen in unserem Topf. Jetzt geben wir einen Zucker dazu.
Die schleifen noch ein bisschen ab. Und jetzt geben wir es in unseren Topf rein. Jetzt kommt die Milch dazu, aber nicht über die Dampfnudel, sondern neben den Dampfnudel. Jetzt mache ich vielleicht noch eine dazu, dann rentiert sie es nämlich gleich. Weil im Notfall erst ein bisschen Hunger haben, bringen sie die auch noch leicht weg. Wir sollten vielleicht zwischendurch einen Schnapsal trinken, dann geht's leichter. Gibt es. Jawohl. Jetzt kommt der Deckel drauf für 35 Minuten. Ja, nicht mehr runter tun, denn sonst haben sie anstatt Dampfnudeln lauter Dotschen. Ich habe natürlich vorhin vergessen, Ihnen zu sagen, wenn die Dampfnudeln in den Topf kommen, dass sie noch mal 20 Minuten ziehen müssen. Erst dann einschalten und auf kleiner Flamme 35 Minuten garen lassen. Und jetzt, wenn wir das Geheimnis lüften und mal reinschauen, die alten Bayerinnen werden jetzt schon lachen, aber trotzdem, jetzt riecht man so. Und das muss jetzt schnell gehen, weil sonst fallen sie uns zusammen. Dann haben wir wirklich Dotschen. Jetzt kommen unsere Blaubeeren drauf. Sie können genauso gut Himbeeren, Erdbeeren oder irgendein Kompott drauf tun. Und Sie werden es nicht glauben, es gibt Leute, die essen ein Sauerkraut dazu. Und die schmeckt super. Die Minze, die haben wir zur Dekoration drauf. Ja, und bei mir schneit es halt nicht nur im Winter. Und ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Appetit. Bei der Dampfnudelzubereitung, da spielt ja nicht nur das Gefühl eine große Rolle, sondern zu Großmutters Zeiten auch die Geduld. Wir haben ja heute elektrische Knet- und Rührmaschinen und eine Digital-Küchenuhr. Aber früher, da gab es nur die Sanduhr, sobald es auf kürzere Koch- und Backzeiten ankam. Oder man ließ die Frömmigkeit walten. Da hat dann ein Gegrüßt seist du Maria, die Eier weich, ein Glaube an Gott sie hart kochen lassen. Rosenkränze taugten zum Backen und ein Vaterunser zum Aufkochen von Spätzle. Ja, da hat man also nicht nur die Zeit damit messen können, sondern zugleich auch seine tägliche Gebetsaufgabe erfüllen können. Es waren noch Zeiten, gell? Das kann man wohl sagen. Aber Alfon, perfekt zubereitet sind diese Dampfnudeln der Hausfrauenschreck. Immerhin seit dem 7. Jahrhundert am Aschermittwoch Signal für die beginnende Fastenzeit. Und das bedeutet ja, Fleischspeisen sind verboten. Fettarmes, einfaches Essen ist angesagt. Da gibt es einen alten bayerischen Spruch und der heißt, für ein gescheites Stückchen Fleisch, da gebe ich das ganze Fasten her. Aber jetzt ohne Schmarrn. Ein bisschen als Rückhaltung beim Essen und beim Trinken, ich glaube, das hat noch keinen geschaut. Und für ein gutes, schmackhaftes Essen, das muss ja nicht immer aus solchen Portionen bestehen, sondern ein paar kleine Gänge, da kann man sich Zeit lassen, das schmeckt, man kann das Ganze so richtig genießen. Ja, man muss nur richtig dran glauben. Eine Fastenzeit ist eine gesunde Zeit. Ne? Aber ja, trotzdem, unser Dampfnudel, die genießen wir jetzt dann. Hm? Sonst wird's kalt. Zuvor aber verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Zuschauer. Ich hoffe, Sie konnten einen kleinen Einblick in die Geheimnisse der bayerischen Kochkunst gewinnen. Und schauen wieder bei uns zu, wenn es das nächste Mal heißt, besser essen in Deutschland. Jetzt kommen wir zu der Spanferkelbrust. Haha! Schubeck, die 100. Nix geht. Wasch! Okay, gut. Oder für die Hausfrau gehen. Schön negative Stimmung machen. Der macht die Fertigkeit. Dabei sind doch Fischgeschenke, immer etwas von der Partner. Fischgeschenke. Oh, Kinder, entschuldigt. Nein. Okay, mach ich. Der hat nämlich geträumt. Ich friss ihn nur. Alfons, einen guten Appetit. Danke.